Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Diesmal im Hintergrund nochmal ein kleines Röhnchen Modern Warfare Römisch 3, Season 3 Reloaded, Shotgun Akimbo. Ihr wisst, wie es läuft, eigentlich DMR. Aber kommen wir direkt ohne Umschweife zum Thema. Ihr seht schon oben rechts, habe ich gerade den Black Ops 6 Release Trailer, heißt er, glaube ich, eingeblendet. Der wird jetzt erstmal so ungefähr 2 bis 3 Minütchen vor sich hin dudeln. Währenddessen werde ich mal so ein bisschen zusammenfassen, was es zu sehen und zu erzählen gab. Danach kam nämlich noch die Call of Duty Direct im Laufe des Streams. Und da haben sie so ein bisschen hinter den Kulissen mit den Developern gesprochen über die verschiedenen Modi. Wobei man gleich dazu sagen muss, es ging hauptsächlich so um die neuen Features der Engine und des Gameplays und in erster Linie um die Kampagne. Zombie und Multiplayer hat wirklich nur einen ganz kleinen Teaser bekommen. Da kommt wohl Ende August nochmal was bei Call of Duty Next, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie so muss es geheißen haben. Aber ihr könnt euch ja den Trailer nochmal ganz in Ruhe reintun. Ein paar Wünsche, die ich hatte tatsächlich an ein kommendes COD bzw. das COD meiner Träume, waren unter anderem hier auch erfüllt worden. Siehe Prestige-Modus, siehe Kinomodus kommt zurück und allerhand nette Kleinigkeiten, die so rundrum am Start sind. Also der Prestige-Mode an der Stelle kommt nachher nochmal ein ganz kleiner Ausschnitt zu. Wird ab Launch direkt verfügbar sein und dich nicht irgendwie saisonal abbremsen. Und es gibt wieder die üblichen 10 Prestige mit 1000 Leveln und zig Belohnungen. Aber alles in allem, wie gesagt, ging so in erster Linie halt auf das Ganze drumherum ein. Unter anderem war ein Fokus, wie gesagt, die Kampagne. Da haben sie allerhand gezeigt und sind aber auch größtenteils, wie gesagt, auf das neue Movement eingegangen. Das ist eine ziemlich interessante Sache. Da werden wir jetzt hier auch im Hintergrund dann gleich nochmal einen kleinen Gameplay-Ausschnitt sehen. Ich habe schon wieder vergessen, wie sie es genau geschimpft haben, dieses neue Movement, aber es ist auf jeden Fall ziemlich fetzig. Man kann letztendlich auch nach hinten, rechts oder links sprinten, sage ich mal. Man kann währenddessen sich auch hinschmeißen und nach hinten gucken und ohne, dass der ganze Charakter sich dreht, sondern das dreht sich wirklich dann nur der Oberkörper. Wir sehen es hier oben auch gerade so ein bisschen schon in den verschiedenen Gameplay-Ausschnitten, die sie uns da gezeigt haben. So ein bisschen Action-Combat-mäßig. Ja, da oben ist auch der direkte Vergleich gerade gewesen, on und off. Ist, sieht erstmal mega cool aus. Für die Kampagne wird es mega sein. Für Zombie wahrscheinlich ziemlich nett. Multiplayer könnte ich mir auf lange Sicht vorstellen, dass das echt ein bisschen sweaty wird alles. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht ist es ja auch wirklich so, wie sie sagen, und man will danach nie wieder eine andere Form von Steuerung in einem Shooter spielen. Zumindest im First-Person-Shooter. Warten wir es mal ab. Es sieht auf jeden Fall ultra sweet aus. Und wie gesagt, für mindestens 2 der 3 Modis habe ich da ganz große Hoffnung, dass es das auf jeden Fall deutlich bereichern wird. Vor allen Dingen Kampagne. Es war ja schon immer ein interaktiver Actionfilm. Von daher, was soll ich euch sagen? Ich bin am Start für das neue Movement. Ich gucke es mir an. Letztendlich habe ich auch Advanced Movement überlebt, ohne die Franchise zu verlassen, so wie die meisten alten Hasen. Die sind ja spätestens bei Infinite Warfare raus gewesen. BO3 hatten ja damals noch viele miterlebt und hat ja auch bei vielen ein besonderes Plätzchen im Herzen, nicht? Obwohl sowohl Multiplayer als auch Zombie-Mode Pay-to-Win waren und die Kampagne super shit. Movement war Advanced, wenn es auch die beste, oder in meinen Augen zumindest beste Form von den 3 Advanced Movement-Cods damals war. Aber, naja, zurück zu Black Ops 6 an der Stelle. Sie haben jetzt, das sieht man hier gerade, so eine neue Art von Movement eingeführt, die im Prinzip Knöpfe drücken ersparen soll. Klingt natürlich erstmal ganz geil, dass man dann immer seine Waffen ab hat. Sprich, es ist so eine intelligente Steuerung, wenn du ein Hindernis vor dir hast und einfach drauf zuläufst, ohne abzubremsen vorher, dann wird er automatisch versuchen, rüber zu klettern oder drunter durchzurutschen. Klingt auf jeden Fall gerade für Casuals ziemlich nice, könnte wie gesagt auch für, also wenn das gut gemacht ist, für bessere Spieler ziemlich geil sein. Dann braucht man nicht mehr so wirklich einen Scuff-Controller. Es sei denn, man, ja gut, ich denke mal, das Dolphin-Diven mittendrin, da wird man schon noch ein Knöpfchen drücken müssen. Aber um irgendwo rüber zu kraxeln oder irgendwo drunter durchzukommen, sieht das auf jeden Fall nach einer sehr feinen Sache aus. Von daher lasse ich mich auch da gern überraschen. Könnte natürlich sein, das ist super shit und man spielt am Ende so, wie es vorher immer war, aber hey, selbst dann ist es kein Verlust. Die alte Steuerungsmethode, alles selber manuell eingeben, ist natürlich nicht verschwunden.
Von daher gibt es da auch nichts zu weinen, wenn das neue Feature jetzt für mich persönlich beispielsweise nicht das Gelbe vom Ei wäre, nicht wahr? Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich finde, der ganze Stuff sieht super knusprig aus. Man sieht, dass sie 4 Jahre ungestört daran arbeiten konnten. Die Anfänge waren ja das Ende von Covid, wo man dann aber auch schon wieder geimpfterweise miteinander arbeiten konnte. Auch wenn viel bis heute im Homeoffice gemacht wird, hat man es doch gemerkt, dass sämtliche Spiele, die in Zeiten von Covid rauskamen, irgendwie extra mager waren und extra schwach. Vor allen Dingen wollen wir uns mal MW3, Römisch 3 hier vom letzten Jahr nochmal ansehen. Das war ja im Prinzip nach Covid zusammengeklatscht, aber innerhalb eines Jahres. Und selbst da ist der Multiplayer der beste der letzten Jahre, wenn er auch immer noch nicht richtig geil ist, ne? Immer noch viel zu viele Baustellen, aber trotzdem haben sie damit viele Probleme vom Jahr davor gefixt, die ja nicht aus Versehen, sondern bewusst als Choice in Anführungszeichen ins Spiel gebracht wurden, um Noobs zu pushen und die Leute, die diese Franchise wirklich lieben, halt hart abzufacken. Das hat Sledgehammer so gut, wie sie es konnten, halt wieder rausgenommen, alles umgedreht, entsprechend rückgängig gemacht. Und von daher habe ich da eigentlich jetzt auf Treyarch gar nicht so dicken Hals und relativ viel Vertrauen. Black Ops Cold War war der Zombie-Mode zwar super wack, aber auch das war so ein Covid-Produkt. Und von daher wollen wir mal schauen. Zombie soll laut ihnen in voller Glorie wieder zurückkommen. 2 Maps, glaube ich, ab Launch, wenn ich richtig verstanden habe, round-based. Also da ist der Fokus angeblich wieder auf unserer Seite. Wollen wir mal abwarten. Wie gesagt, ich fand damals die Maschine nicht allzu beeindruckend. Ich fand Firebase Z ganz nett. Die Map kam bei den meisten aber nicht so gut an. Die meisten mochten nur die Maschine, aber letztendlich war Black Ops Cold War Zombies halt relativ dünn. Ein bisschen schwach auf der Brust. Hatte hier und da ein paar nette Features, zum Beispiel die Progression. Aber sonst ein bisschen strange. Was wir hier oben gerade im Hintergrund gesehen haben, sind irgendwie verschiedene Playstyles, auf die sie mal wieder eingehen. Das letzte Mal, dass sowas gelabert wurde, war bei Call of Duty Vanguard. Dementsprechend habe ich da ein bisschen Angst und Blutdruck. Aber auch da müssen wir es abwarten. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wie er es angeteasert hat, dass man sich für eins der drei Dinge entscheiden muss und dann entsprechend Perks wählen. So ein bisschen mehr Richtung Battlefield. Der eine kann das, der andere kann das. Ob das jetzt am Ende so ist, ob ich da so viel reininterpretiere und wie es umgesetzt wird, müssen wir abwarten bis, wie gesagt, Mitte, Ende August. Dann werden wir mehr wissen. Es gibt wohl auch schon vereinzelte YouTuber, die Gameplay irgendwie sich sichern konnten, beziehungsweise bei Treyarch schon ein bisschen zocken konnten. Da habe ich jetzt noch nicht weiter reingeschnüffelt. Denn wir wissen, bis zum Launch kann da noch eine ganze Menge passieren und dementsprechend würde ich mich davon jetzt erstmal nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Wie gesagt, ich hau euch die beiden COD-Videos und selbstverständlich auch nochmal mein Best of Call of Duty-Ding mit in die Beschreibung. Könnt ihr da nochmal einen Blick reinwerfen, denn wie gesagt, einige Sachen, die ich mir gewünscht habe, kehren hiermit zurück. Von daher finde ich das doch sehr passend und erbaulich. Ich wünsche euch was. Minenfeldmodus ist leider raus, Freunde. Zu X-Defiant werde ich bei Gelegenheit auch nochmal ein Video machen. Es hat mich aber bei weitem nicht so geflasht, wie ich es mir erhofft hatte. Und dementsprechend kam dazu jetzt auch noch kein weiteres Video. Wir wollten uns jetzt hier erstmal wieder auf Black Ops konzentrieren, da das ja irgendwie am Ende auch ein COD-Kanal ist, nicht wahr? Ich wünsche euch was, haut rein, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zusehen.